Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Scorpion Battle hier auf dem Squad Channel. Wir führen die Serie weiter so fort, wie wir es bisher gemacht haben. Wir nehmen ja die ganze Zeit deutsche Ikonen, egal ob Leute die doch aktiv spielen oder nicht. Und in dieser Liste reiht sich auf jeden Fall einer gut ein, nämlich Philipp Lahm. Heute bin ich gegen Wakes am Start. Peace, Freunde, ich bin auch dabei. Philipp Lahm, eine absolute Ikone, da muss man nicht drüber sprechen. Der Mann hat alles auf der rechten Seite rasiert. Auf jeden Fall. Wir haben beide die mittlere Version genommen von ihm. Das ist die beste Version, die es momentan von ihm in FIFA gibt. Die haben wir im ZDM gestellt. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Squad-Channel und wir fangen direkt an, ein bisschen beim Gegnerteam zu snipen. Ich soll ja bei dir das Mittelfeld snipen. Ich halte mal zwei Namen rein dafür. Okay. Ich habe zwei Spieler mitgenommen. Das sind keine deutschen Spieler, sondern der eine ist Niederländer, die sind ja auch noch bei der WM dabei. Super Typ, De Jong, spielt bei mir auf ZM. Da habe ich diese Road to the World Cup Karte. Und passend dazu habe ich noch eine weitere Karte, die bei Barcelona spielt. Der hat auch so eine Road to World Cup Karte und das ist Sergio Busquets. Ja, ich habe zwei Deutsche aufgeschrieben, also ich habe schon direkt weggewischt, als du angefangen hast zu reden. Goretzka und... Oder wie hattest du? Ja, Goretzka, Musiala. Ich hatte überlegt, Goretzka, Kimmich mitzunehmen. Ich dachte, das ist so auffällig, dass du die Save nicht aufschreibst. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Genau deswegen. Aber ich bin gespannt, wie du bei mir aufgeschrieben hast. Bei mir hat die drei Offensiven, aber es ist auch schwer, auf die zu kommen. Ich sag ernst, weil die Spiele in der Liga, die hat man nicht so auf dem Schirm. Alle drei in der MLS, aber alle drei haben kranke Karten. World Cup Story, Gareth Bale. Dann haben wir im Sturm End of an Era, Higuain. Und auf dem linken Flügel Rule Breaker Insigne. Ehrlich, crazy Karten. Digga, das ist ja voll geil, dass man so geil MLS-Spiele einbauen kann. Ja, das ist inzwischen ernst möglich. Ich habe einen aus der Premier League, einen aus der La Liga und einen aus der Bundesliga genommen. Also du darfst natürlich alle behalten. Ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ja, aber Bale könnte man mal aufschreiben, so auf gut Glück. Aber auch schwierig wegen Chemie, deswegen eigentlich eher nicht. So, Freunde, wir gehen in die zweite Runde. Diesmal umgekehrt. Ich errate das Mittelfeld für Danny und halte auch als erstes rein. Den ersten hast du safe nicht. Das ist, also gehe ich einfach mal von aus, obwohl die Karte richtig krass ist. Vielleicht hast du sie schon gesehen. Krass und günstig, macht gar keinen Sinn. Rabiot, WM-Story-Karte, Hullet Gang, alle Stats über 80, kostet aber auch nicht mal 80k, macht gar keinen Sinn, ey. Und der andere ZM, der ist halt ein bisschen kritisch, weil MLS muss halt gepusht werden. Ich hab, egal, ich sag nichts. Ich hab Cahill, World Cup. Nee, ich bin mit zwei Deutschen gegangen, also Quatsch mit Soße. Ich hab Kroos und Gündogan. Das ist essentiell. So habe ich direkt alle aus der MLS schon mal Chemiepunkt hochgehoben. Kell sowieso voll geil. Okay, ich halte mal rein für deine vorne. Man kann noch mal dazu sagen, wir machen es wieder so wie immer. 30 Chemiepunkte müssen wir erreichen. Starspieler Full ist ja automatisch Full, weil es ein Icon ist. So, genau. Links Flügel kommt bei mir eine Karte, der ist noch als LM eingestellt. Den muss ich gleich umswitchen. Das ist OTW Sterling, war mein SBC, hat sogar schon Upgrades bekommen. Sehr nice. Dann kommt eine weitere SBC, ich mag SBC-Karten heute. Das ist Danjuma, gibt direkte Young Fool Chemie und Busquets auch einen Chemiepunkt dazu, passt. Und auf der rechten Seite noch eine SBC-Karte. Ich habe so einen SBC-Pick gemacht und da kam einfach Barclay und nochmal Barclay raus in seinen beiden Versionen. Deswegen spiele ich Barclay. Lol. Ja, okay. Gakpo, Asensio und Danjuma habe ich. Nein. Stürmer ist damit weg. Nein. In der Formation. El Joker. Torhüter auf Stürmerposition. Ich glaube, das ist ein Big F. Yes, als nächstes kommen die Außenverteidiger. Ich halte rein. Ich habe zwei Namen. Ich habe zwei Engländer. Mal gucken. Ich tue Danjuma jetzt so lange wieder rein oder Danjuma, bis wir fertig sind, damit ihr noch mitraten könnt, Freunde. Linksverteidiger, ich habe auch eine Hero-Karte mitgenommen und das ist Cap de Villa. Ich glaube, das ist mittlerweile der beste Linksverteidiger im Spiel. Jeder fühlt den. Und auf der rechten Seite, ich hätte Walker mitnehmen können. Den habe ich sogar im Verein, aber ich möchte gerade mit Reece James gehen. Ich glaube, da bin ich sicherer unterwegs. Egal, das Ding ist halt rechts, gibt so viele Optionen, ne? Ich habe Walker natürlich gesehen, aber bei Walker wusste ich, also habe ich mir schon gedacht, du nimmst den nicht, weil er zu offensichtlich ist. Dann dachte ich, Wan-Bissaka ist auch noch zu offensichtlich. Dann dachte ich, Reece James. Und dann habe ich aber gesehen, dass Trippier noch eine Inform hat und habe dir Trippier aufgeschrieben von Newcastle. Oh, und Scheiße! Das ist ja auch ein Engländer, ne? Schade. Ja, ja. Nee, Ashley Cole. Weil ich dachte, du nimmst, man darf ja zweite Icon noch. Ich dachte, du nimmst so, weil mit denen hättest du dann fünf Engländer, dann hätten alle Engländer schon zwei Chemie, weil dann hätten fast alle Full und so. Ja, das wäre stark gekommen. Aber so auch super für meine La Liga-Spieler.
Das stimmt, das stimmt. Wobei die meisten eh schon voll waren, nur Busquets hat noch einen gebraucht. Aber wobei Danjuma, aber der steht ja auf Bank gleich. Kannst gerne reinhalten. Ich mach meine Außenverteidiger. Mein Linksverteidiger. Ich muss halt chemietechnisch noch ein bisschen Meter machen. Wir haben Spinazzola dort. Ja. Er hat Serie A und er pusht Insigne vorne. Und mein Rechtsverteidiger. Ich mache eigentlich nicht so viele SBCs in dem FIFA, aber den habe ich gemacht, weil der crazy ist. Cuadrado. Junge, ich habe heute so den falschen. Ich bin auf der falschen Fährte. Ich habe kein Glück gerade. Ich habe das Giglio aufgeschrieben von Juve und Theo Hernandez. So lost. Ja, okay, das ist wild. Das ist sehr wild. Ja, nein. Quadrado muss man eigentlich aufschreiben, aber ich dachte, niemals nimmst du den mit. So, Freunde, die letzte Runde und die letzte Chance, noch was zu erraten für mich. Ich habe noch nichts. Das ist immer schade, wenn man nichts errät. Naja, das stimmt. Hältst du rein? So, jupp. Puh, ich brauche nur eine weitere Liga. Aber ich habe die Liga ganz tricky gemacht. Und bevor du auf diese Liga kommst, fällt hier ehrlich ein Baum neben meinem Haus um. Ja, was glaubst du, welche Liga es ist? Kein Plan, weil wenn du so redest. Es ist die Libertadores Liga. Boca Juniors, Rojo, der früher bei Manchester United war. Er macht die nächste Liga komplett. Junge, ich habe eine europäische Liga, eine aus Nordamerika, eine aus Südamerika. Noch nie so ein Team gehabt. So, und die anderen beiden Spieler, die ich habe, ja, ist halt einmal, glaube ich, fast der highest rated Innenverteidiger aus der Serie A mit Bonucci. Und im Tor bin ich so unauffällig gegangen, dass es schon wieder irgendwie auffällig ist. Nämlich mit dem Inform von Vicario. Was für auffällig, hä? Es gab nur zwei Special Card Keeper in der ganzen Serie A. Nimm doch noch eine Alke, nimm doch Cannavaro oder so. Nee, extra nicht gemacht, weil ich wusste, schreibst du so. Behalt mal, hast ein volles Team. Ja, jetzt die Frage, kommst du mit Icon oder auch mein Game einfach mit der zweiten Icon? Was soll ich sagen? Ja. Ich gehe mit meiner zweiten Icon und die heißt Bobby Moore, WM-Karte. Dann gehe ich mit einem Inform aus der Bundesliga, De Ligt. Und dann muss ich aber auch, um den Full zu bekommen, mit Neuer gehen. Aber ich glaube, die Karte muss ich mir noch kaufen. Oder kann man die WM-Karte auch benutzen? Ich glaube nicht. Ey, die kriegt keine Chemie. Ja. Nee, ich habe alles falsch. Ich habe da eben. Ich wusste, du musst noch ein bisschen über England gehen. Aber ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass du Icon holst. Ich hatte Smalling Tomori, Minor. Auch okay. Entspannt. Also ein Spieler erraten, direkt den Joker benutzen, das war der Stürmer. Bitter. Wichtig und richtig. Du hast sogar dann die vierte Liga unten benutzt, ne? Ach, hatte ich schon drei? Stimmt, ich hatte schon drei wegen Barclay. Ja, du hattest schon stimmt. Drei, ja. Stimmt, ja. Aber ich habe ja sogar auf vierte Liga aufgeschrieben in Serie A. Ich habe sogar damit gerechnet, dass du so machst. Da war dann falsche Liga einfach gehabt. Ja, okay. Ihr seht ja, wie die Teams aussehen. Damit geht's ins Game. Und da steht ein bisschen was auf dem Spiel. Ein paar coole Karten dabei. Auch SBC-Cards, ein paar teure. Nice. Okay, mal schauen, mal schauen. Ich sehe es aber eigentlich schon kommen, dass dein Keeper da vorne ein Tor macht. Nee, der wird schwer ein Tor machen. Meiner, den ich immer nehme, ist leider discarded worden. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Der war so gut, immer. Boah, das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Nicht durch sowas. 0-1. Einfach nach 3 Minuten. Man war noch am Reden und so, aber ist der Ball drin. Ne, wegen so einem scheiß Kopfball. Oh mein Gott. Nicht mal annähernd dahin gedrückt. Wie er macht das aber eigentlich? Er macht gar nichts. Der hält. Super Typ. Torwart! Torwart! Hau ihn rein! Hallo Sterling, lauf doch hin, Digga. Von dort nicht mal mit grünen Time Finish, nicht mal mit goldenen Time Finish. Ach, Gold wäre drin. Ey, das ist so bitter, ne? Ich hasse es, ohne Stürmer zu spielen. Das ist so schwer. Ich weiß gar nicht, was man machen soll. Hätte man wenigstens noch einen anderen, einen Doppelsturm. Ja. Ja. Mann, was soll ich mit dem hässlichen Vogel da vorne machen? Nein. Zeig, dass die noch gehen. Ey, die gehen gar nicht mehr. Der macht gar nicht diese Animation. Philipp Lahm will sich offensiv einbinden. Gegen Costa Rica 2000. Ja, De Jong, Junge. Mach dich nützlich. Zu wenig Bewegung drin. Schon gehört, Deutschland darf wieder mitspielen jetzt WM und so. Haben Ausnahme bekommen, weil geschummelt wurde von Spanien. Ja, Pistablecken muss sein. Digga, ja, ohne Time Finish, den kann Higuain schon machen. Der performt irgendwie 2:14 WM-Finale gerade. Ja. Der ist schnell. Du hast eben schon erlebt, wie schnell der ist.
Du hast eben schon erlebt, wie schnell er ist. Wo ist denn jemand? Nicht mal der Torwart rennt da rein. Ich dachte schon, willst du ins Tor rennen oder so, ey. Ja, wenn da niemand ist, was soll ich machen? Ja? Ja? Nee, was ist das für eine Annahme? Rote Time Finish, Annahmen 6, alles 6. Benotung 6 heute. Ganz ruhig, Jungs. Wie kam der denn, Russe? Sauber, Lahm, auch mal ein bisschen zwei Sterne-Skills einsetzen. Rauf da. Nein, Torwart Nuven. Ja! Nein, wo rennt meiner da rum? Ey, Torwart Nuven war komplett lost, ne? Aber irgend so ein Verteidiger hat da noch an mir geklebt, leider, dass ich nicht schießen konnte. Ey, sehr gut, sehr gut. Was machen die mit meinem Lahm? Hm. Boom, auch hin. Ja, nein. Verschätzt sich. Gretchen weg, Gretchen weg, Gretchen weg. Nice. Da musst du dran sein. Oh mein Gott. Was? Irgendwie noch den Abschluss. Ja. Doppelpacker. Also wer der Erste reingegangen mit Hochheben und so Ball. Ich hatte eh PlayStation ausgemacht, aber so kann ich es verkraften. Aber trotzdem eklig. Geh, Torwart. Der drückt dir jetzt so einen rein. Der drückt dir so einen rein. Man weiß nicht, was der Linksfuß, Rechtsfuß, keiner weiß irgendwas. Einfach schießen mit Grün und hoffen. Nein, 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 nein. Jetzt gehen 2 in 3 Spielminuten rein. Rabiot, über den du die ganze Zeit so fett geredet hast. Der ist super. Der ist echt super, ey. Rullet Gang nicht umsonst. Dann immer. Nein, ich hab Grätsche gedrückt, er reagiert nicht. Unehrenmann der Woche. Nein, oh. Das wäre der Torwart. Mach raus. Was? Wo flankt er den? Er pfeift ab, yo. Danke für nichts, Schiri. 2 Discards und jetzt wird Schiri toll. Ich hab so ein geiles Team. Wow. Bist du ready? Oh, hab mein Team gut sortiert, hoffentlich. 2 Picks. Denke mal dran, wir sind schon lange Freunde und so, ne? Junge, ich kann auch eh nichts dran ändern, man. Denk von dir, weil du die hingestellt hast. Ja, nee, es hängt davon ab, welche Picks du nimmst. Das Ding ist, es gibt 2 Positionen oder so. Sowas, was ich lange nicht mehr genommen habe. Und deswegen nehme ich das diesmal mal. Das ist nämlich der rechte Verteidiger und der linke Verteidiger. Außenverteidiger hatte ich lange schon nicht mehr, aber wenn man schon 2 Picks hat, nimmt man die mal beide. Du hast einen Strongling getroffen. Ein Strongling. Der Licht Inform und Manuel Neuer sind zusammen knapp. Ja, 50 locker oder so, ne? Oder? Und, ja, Neuer kostet schon 60. Ja, deswegen. Deswegen. Das ist schon teuer. Ist schon voll teuer, alles ist geil. Teuer. Aber ja, ich sag ehrlich, so Bobby Buhr oder so, De Jong hätte schon mehr wehgetan. Oder Kapte wie Philipp Lahm. Also es ist okay. Ich kann damit leben. Reece James war noch billiger, Bronx war noch billiger. Barclay hat mich jetzt auch nicht so gejuckt. Ah, okay, stoße ich ab. Bobby Moore kostet auch nur 180 oder so. Also die kommen da schon zusammen ran. Okay, okay, ich will das gut reden. Lass mich doch in Ruhe. Ich mache SPC fertig, komm. Ja, also die Namen hören sich nicht so wild an, aber sind Coins, die weggehen. Coins. Nervig. So, die Spieler sind drin. Ich gebe die ab für so ein 80-Plus-Pack oder so. Ich glaube, da zieht man eh nichts draus. Ich behalte das einfach. Lasst Like da, lasst ein Abo da. Danny GG's. GG, ich glaube, ich habe noch nichts verloren bisher hier auf dem Kanal. Crazy, crazy. Aber das kommt noch. Gutes Streak trotzdem. Leute, haut rein, ciao.